heller leuchtet. So, weiter geht's. 20.01 Uhr. Das ist auch die Zukunft. Absolut. Das ist absolut die Zukunft. Das wird auch nicht mehr lang dauern. Gibt's ja teilweise schon in Fabriken und so, ne? Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir nach. Mir nach, ich folge. Und los. Speedy Gonzales hier. Zone Alpha 1. Sie dürfen uns nicht sehen. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich renne doch nur dem anderen Dulli in der... Hallo. Huch. Kann ich mich auch irgendwie ducken? Nee. Okay. Dann nicht. Auf was warten wir? Vorsicht. Achso. Oho. Sie hat mich berührt. Was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Ach ja, wir können ja nicht mehr kommunizieren jetzt, ne? Dadurch, dass wir diesen Ring nicht mehr haben, oder? Können wir auch mit denen nicht mehr kommunizieren. Oder? Ich weiß nicht genau. Oh Gott, wenn das doch schon so eine Sequenz... Okay. Jetzt hatte ich schon Angst. Dass in so eine Sequenz kommt, dass sie dann... Aber das finde ich ja gar nicht so schlecht, dass da immer so kleine Sequenzen kommen. Sieht schon geil aus, ne? Oh Gott. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie runterfallen. Ja. Hier geht's weiter. Oder? Alle, hopp! Folge North. Ich folge dir. Unauffällig. Alle, das Lager ist davon. Wir sind fast da. Was ist das für ein Jump-and-Run-Spiel hier? Maschine. Könnte Samurai werden, ey. Ninja. Cyberlife-Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Okay. Bin ich mal gespannt, wie du das machen willst. Das habe ich jetzt mehrfach gemacht. Dann probier mal den Weg hier aus. Ist doch zu hoch. Du bist aber auch eine Mimose, ey. Also doch den Weg hier. Und dann... Okay.
Okay, dann nehmen wir doch. Aber den Weg habe ich ja. Also manchmal drücke ich den Knopf, manchmal drücke ich ihn nicht. Den auseinanderrufst hier. Jawohl. Bist du okay? Ja. Klar. Ja, alles klar. Hey, Pro-Gamer. Gut gemacht, Markus. Pro-Gamer. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Was soll ich jetzt machen? Gibt's dahinter wahrscheinlich, ne? Ich auch irgendwas machen oder stehe ich hier nur dumm rum? Achso. Weiter geht's. Hi. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Tja! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? John? Ich brauche deine Hilfe. John? Bist du ja? Was zur Hölle machst du da? Ich habe die Plattform überprüft. Es ist alles in Ordnung. Gut. Ich gehe zurück zur Kontrollstation. Bin klatschnass. Lass die Drohne warten und schreib einen Bericht. Verstanden. Puh, es ist so und das Ganze ohne Gewalt. Sehr gut. Danke. Danke, John. Den Rest ein oder nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Bester Mann, wirklich. Noch was? Nee. Überprüft die große Kiste. Wo soll die sein? Da bin ich mal gespannt. Da ist ein Cyborg drin. Ja. Dreimal der gleiche. Warum seid ihr nicht Fifi? Neue Generation. Wollt ihr denn nicht frei sein? Ah, das Problem ist. Nee. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht, sie zu befreien. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Ich trau mich nicht. Ach, ich hätte es machen sollen. Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Wir können ihn nicht mitnehmen. Es ist zu gefährlich. Hä? Er kommt mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Ist das? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Markus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant.
Natürlich. Hallo? Wartet hier. Nach Maschine, 10 Minuten Junge. Geht ihr ohne mich. Markus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Schnucki-Hasi. Was ist der? Sagen wir so wieder. Ne? Soll der Schorsch wieder rum? Ah, okay, da soll ich nicht lang gehen, habe ich verstanden. Ich bin eine ganz leise Feder. Verdammte Hunde. Warum bellen sie schon wieder? Vielleicht das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Mache ich das? Okay, okay. Also ich brauche die Knarre um alles, oder? Oh, nicht mehr. Hier kann ich irgendwas nehmen. Okay. Wir machen Stromkurzschluss. Scheiße, was ist hier los? Speedy Gonzales. Was jetzt? Raus mit dich. Wo sind die jetzt? Ah, hier. Wollte gerade sagen. Hast du ihn? Na klar, ey. Versteht die Frage nicht. Cool. Und los geht's. Und rein. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch fahren mit schnell, dem Ding, oder? Rein hier. Wo ist der Rest? Oh mein Gott. Okay, ich muss dann W drücken. Hoffe ich. Komme ich jetzt hier raus? Achso. Tschü. Ciao. Au revoir, ce soir. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Wir. Ohne Markus hätten wir das nie geschafft. Danke. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Was? Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein.
Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als Sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Yeah! Aufstand der Maschinen. Oh, die Maschinen rebellieren. Na gut, klar, wir haben ja natürlich verschiedene Wege. Einmal hätten wir ja den Typen umbringen können, den anderen umbringen können oder sowas, die verschiedenen Wege. Wir hätten ihn freilassen können, wir hätten einfach abhauen können. Aber bestmöglichst haben wir rausgeholt, finde ich. Das bestmöglichst rausgeholt. Keine Toten, keine Verletzten und wir haben die Wagenladung. Und ich muss weg. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Je nachdem, Suff. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Jawohl. Gut. Okay. Dann mal los. Scheiße. Eden Club. Mein ganzes Leben schon drauf gewartet. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh, Mann. Willkommen im Eden Club. Okay. Connor! Was denn? Was zur Hölle machst du da? Ich gucke. Komm, Lieutenant. Recherche. Recherche nennt man sowas. Ich recherchiere. Ich muss ja auch meine Software alle Abwägungen treffen und... Ah, ich bin Connor. Ich muss mich ja auch informieren über alles. Na? Jetzt nicht das Problem. Müssen wir hier, also müssen wir meine Software alles aktualisieren, alles reinzwirbeln, ne? Geh doch mal einer aus dem Weg. Geh doch mal aus dem Weg jetzt hier. Boah, ich komme jetzt hier nichts, ne? So, wir müssen uns alles mal detailliert angucken, dass hier auch alles mit rechten Dingen zugeht. Hi. Okay. Irgendwie alle die gleichen Klamotten und gibt's hier irgendwie Mengenrabatt oder so? Macht ihr auch Werbung für irgendwas? Wo glitzern die denn so? Okay. Connor, guck doch gerade aus. Was ist denn los? Ferkel ein. So. Ich habe mich umgesehen. Sieht alles gut aus. Lass uns reingehen. Oh. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Alter Maul. Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Also, irgendwie riecht sie doch nach Alp. Kackfohl. Nacht, Lieutenant. He's out. Was für ein Pisser, ey. Untersucht das Opfer. So, mein Freund, lass die Decke drauf. Okay, Würgemale. Kann natürlich auch nur ein Fetisch gewesen sein. Verstorben, hätte ich jetzt auch gesagt. Das kann natürlich ein Fetisch gewesen sein, dass er gern gewürgt wurde. Man weiß ja nie.
Herzanfall, nicht Todesursache, okay. War so gut, oder was? Nicht diese Frage, ob es unbedingt das Cyborg war. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja. Ja. Er hat Druckschwert. Die Frage, ob sie war es. Aber das beweist gar nichts. Ach so, das ist ja einfach. Vielleicht steht er ja drauf. Wir übersehen irgendetwas. Oh, hey, 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 hey! Ah, Kana, das ist ekelhaft! Bisschen. Ich muss gleich nochmal kotzen. Sehr froh, dass ich nur daran leck. Hat er nicht gesagt. Achso, scheiße. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute, eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Hä? Ist einfach nur ein Kabel rausgegangen? Ich würde sagen, es scheint nicht so, dass sie unbedingt der Täter war. Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Wir wollen nur wissen, was passiert ist. Ist er tot? Ja. Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Dann hat der andere Android ihn erwürgt. Ist das richtig? Das war wohl nix, wa? Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Oha. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Klar. Abweichler sind schwer zu erkennen. Mach ich. Oh, scheiße. Da muss es noch etwas geben. Wir müssen alle Androiden... Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommt. Frauen durchsuchen. So. Alle. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er alle. Was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, einfach sag mir Bescheid. Kannten Sie das Opfer? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal hier. Ich meine, diese Typen reden nicht nur alle vier, wissen Sie. Sie kommen bei uns Spaß und gehen dann wieder. Gab es hier schon mal Ärger mit den Androiden? Nein. Gut, einmal. Vor zwei bis drei Monaten war einer weg. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Ach so, Androiden und Androiden geht nicht. Wenn, dann muss ich hier... Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Ja, ja. Ich will doch nur spielen. Oh. Hm. Hallo, 30 Minuten kosten 20,99. Bitte schicken Sie den Kauf. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Kauf bestätigt. Ebenklar wünscht Ihnen eine Ablehnung. Na, bitteschön. Viel Spaß. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Auf geht's! Auf geht's! Das Glitzern ist schon irgendwie cool, ne?
Oh, Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da? Wie war's? Okay, eine Schwarzhaarige war's, okay. Danke. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Hey, was soll ich mit... Probieren wir den hier. Hier so lang. Hier lang. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden. Verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Indem ich. Ich kenne. Mit der guck. Da links ist er rein. Links ist er rein. Und los. Und los. Und los. Bewegung, Bewegung. Muss ich auch den Typen anfassen, ey. Ist ja unangenehm. Gott. Was macht der Fuß da? Scheiße. Okay. Okay, sie ist da drüben rein. Hier lang. Den fragen. Dass die aber auch nicht laufen, ne? Komm her, du. Okay, der war nicht da. Nichts. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Da ist sie. Okay. Sehr gut, danke, Schnucki. Hier bei Available. Da ist sie rein. Da ist sie rein. Scheiße. Den mal fragen. Da war sie gerade. Das war sie doch. Private stuff only, okay. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Also ist sie dann hier rein. Scheiße, Mann, das ist doch Wahnsinn. Nein, es ist nicht. Die ist hier abgehauen. Ich seh nix, geh weg. Warte. Ich übernehme das jetzt. Na dann.
Oh mein Gott. Das ist so surreal. Scheiße! Wir sind zu spät! Sind wir gar nicht. Sind wir hier? Okay. Alter. Unangenehme Geschichte, ey. Achso, die Geschichte. Ja, kannst du wegpacken. Pack weg. Ich hab jetzt keine Lust. Verdammt, schau sie dir an. Man benutzt sie, bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll. Ist echt so. Ist voll widerlich, ey. Ära 9. Ah, okay, die Geschichte. Die Geschichte wieder. Geh doch mal weg jetzt. Geh doch mal. Hä? Geh doch jetzt mal da weg, du Vogel. Alter. Wenn man einfach sinnlos im Weg rumsteht, ey. Manchmal, ne? Viele Klamotten. Was haben wir hier? Die Leute sind doch sowas von krank. Keiner will mehr eine Beziehung. Die kaufen sich lieber ein Androiden. Suche nach der Spur aus Blau. Die kochen für dich, gehen mit dir ins Bett, wenn du willst. Und man muss sich noch nicht mal um Gefühle scheren. Ehe du dich versiehst, sind wir ausgestorben, weil sich alle lieber einen Haufen Plastik kaufen, statt einen anderen Menschen zu lieben. Ich raff's nicht. Ich sehe das nicht. Steht ihr da bei einem, ne? Yeah, Schnucki. Was ist denn jetzt? Keine Bewegung! Ist die Schnauze hoch jetzt? Geh doch nicht zu der. Will ich mich jetzt erwürgen oder was? Ich bin ein Android. Beruhig dich doch jetzt mal. Alter! Au! Diese... Oh! Falscher Knopf! Oh, Alter! Ich bin tot gleich, ey. Ich bin völlig... Ey, ist voll die Maschine, ey! Also, in Wirklichkeit... Das ist ja nett. Schmeiß raus, die Sau! Was denn jetzt? Was mit den zwei? Ein Scheiß Ernst? Schnell, sie erwischen uns! Sind die zusammen oder was? Was ist denn, Alter? Wie schnell soll ich den drücken? Nee, möchte ich nicht. Dieser Mann erschlug die andere Tracy.
Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben und zurück zu meiner Geliebten. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Ist vermutlich besser so. Okay. Krass, ey. Also eigentlich war es eine Notwehr, ne? Krass. Ja, wie krank Menschen. Ich muss leider sagen, auch wie krank Männer sind, ne? Wenn es um dieses Thema geht. Wie abgrundtief, widerlich, rücksichtslos. Ja, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Wir lassen es einfach mal so stehen.